Heute befinden wir uns im Wallraf-Richarts-Museum von das Jokobu. Genauer gesagt in der Barockabteilung des Museums. Hier möchte ich Ihnen ein kleines, aber sehr feines Werk des Künstlers Cornelius Norbertus Reisbrecht vorstellen. Dargestellt ist eine Holzwand, auf der die Risse, Fugen und Maserungen klar zu erkennen sind. Im oberen Teil, an einem Nagel befestigt, hängt eine Schnur, auf der verschiedene Briefe und Zettel kunstvoll aufgefächert sind. Durch die Knickungen im Papier, den klaren Schattenwurf und die Rollungen erscheint es, als ob das Arrangement der Briefe und Zettel sich in den Vordergrund rückt. Auf manchen Briefen erkennt man eine Beschriftung, manche sind geöffnet, manche sind noch mit einem roten Wachssiegel versiegelt. Hinter dem Arrangement der Briefe und Zettel befindet sich ein braunes Lederband. Hier klemmen weitere Zettel sowie zwei Hornkämme. Auch zu sehen ist eine zerknitterte blaue Papierrolle. Solch kostbares blaues Papier wurde im 17. Jahrhundert dafür verwendet, kostbare Dokumente oder Zeichnungen einzuwickeln. Aber wir wissen auch aus dem Jahr 1630, dass es bereits blaues Löschpapier gab. Also könnte es sich auch um Löschpapier handeln. Links unten sehen wir im spitzen Winkel ein Federmesser. Dies diente dazu, Federkiele anzuspitzen. Der Künstler stellt es so dar, als würde es zwischen Leinwand und Rahmen klemmen. Direkt daneben platziert er, brüchig gestaltet, seine Signatur. Cornelius Norbertus Reisbrecht, 1675. Dieses Kunstwerk gehört zur Untergattung der Stillleben. Genauer gesagt, es ist eine Trompe-l'œil-Malerei. Trompe-l'œil bedeutet aus dem Französischen so viel übersetzt wie täusche das Auge oder Augentäuschung. Und genau das will diese Malerei. Sie will das Auge des Betrachters täuschen. Durch den gezielten und gekonnten Einsatz illusionistischer Mittel soll der Anschein erweckt werden, dass das, was ich mir anschaue, gar keine zweidimensionale Malerei ist, sondern ein reales dreidimensionales Objekt. Einfach gesagt möchte der Maler mich dazu bewegen, dass ich an dieses Bild herantrete, weil ich denke, es handelt sich um eine reale Pinnwand und dass ich einen Zettel von dieser Pinnwand nehmen möchte. Die eingesetzten illusionistischen Mittel, um den Betrug zu erzeugen, sind vielfältig. Zum Beispiel darf man nicht die Leinwand durchsehen. Ebenso ist eine realistische Darstellung der Materialität und der Oberflächenbeschaffenheit wichtig. Der Künstler muss verstehen, wie sich die verschiedenen Lichtreflexe auf der Oberfläche der verschiedenen dargestellten Materialien verhält. Ebenso sollte das Ganze nicht arrangiert aussehen, sondern wie zufällig und der Sehgewohnheit des Betrachters entsprechen. Deswegen würde dieses Bild aus dem 17. Jahrhundert niemals unsere Augen täuschen können. Aber damals waren solche Pinnwände im 17. Jahrhundert allgegenwärtig in den Schreibstuben. Darüber hinaus sollten natürlich keine Menschen dargestellt werden oder wie sonst in Stillleben zum Beispiel Blumen oder Getier, welches sich auf den Blumen tümmelt. Genauso wichtig wie die Täuschung ist im Anschluss die Enttäuschung bei der Trompe-l'œil-Malerei. Also die Offenbarung, dass ich erkenne, dass es überhaupt kein reales Objekt ist, was ich mir anschaue, sondern doch eine zweidimensionale Malerei. Nach der Enttäuschung muss der Betrachter sich damit auseinandersetzen, warum der Künstler ihn täuschen könnte. Er muss sich über die Wahrnehmung Gedanken machen, genauso wie über die Malerei und das Wesen der Malerei. Es ist also ein sehr philosophisches Thema, die Trompe-l'œil-Malerei. Trompe-l'œil-Malerei ist bereits aus der Antike bekannt. Vielleicht kennen Sie die berühmte Anekdote, die von Plinius überliefert ist, über den Wettstreit der beiden Maler Zeuxis und Parrhasius. Zeuxis malte so naturgetreue Trauben, dass die Vögel herbeikamen, um an ihnen zu picken. Daraufhin bat er Parrhasius, den leinenen Vorhang vor seinem Bild beiseite zu schieben, sodass er sein Bild erkennen konnte. Parrhasius weigerte sich, Zeuxis wollte selber den Vorhang beiseite schieben und merkte dabei, dass der Vorhang gemalt war. Also das älteste Trompe-l'œil-Bild der Malerei, könnte man sagen, hat Parrhasius geschaffen und hat es geschafft, seinen Malerkollegen zu täuschen. Den Höhepunkt hat die Trompe-l'œil-Malerei im 17. Jahrhundert, als das Stillleben eine eigene Gattung wird. Vor allem flämische und niederländische Maler spezialisieren sich auf diese Untergattung der Stillleben-Malerei. Ebenso der Künstler Cornelius Norbertus Reisbrecht.
Vieles über den Künstler nicht bekannt. Weder ein Geburtsdatum noch ein Sterbedatum oder wo er seine künstlerische Ausbildung genoss oder wo er am Anfang seiner Karriere künstlerisch tätig war. Man nimmt an, dass er in Antwerpen geboren worden ist, denn der Zweitname Norbertus steht für den Schutzheiligen der Stadt. Ebenso findet man in den Archiven der St. Lukas-Gilde im Jahr 1659-1660 den Namen Cornelius Norbertus Reisbrecht als Malermeister geschrieben. Nach seiner Zeit in Antwerpen geht er wahrscheinlich nach Deutschland, denn das Besondere bei diesem Künstler ist, dass er in seinen einzelnen Trompe-l'œil-Bildern, die uns überliefert sind, immer wieder Hinweise gibt, wo er sich gerade befindet. So tauchen ab 1661 immer wieder schriftliche Dokumente in seinen Bildern auf, in Form von Briefköpfen, Zetteln, die mit einer deutschen Adresse versehen sind, oder zum Beispiel Zeitungen, die auf Deutsch geschrieben sind. So nehmen wir an, dass er ab 1661 in Deutschland tätig war. Ebenso taucht sein Name in einem Reisetagebuch eines französischen Diplomaten auf, der von einem Peintre Corneille, also einem Maler Cornelius, spricht, der berühmt für seine Bildbretter war, den er 1664 in Regensburg traf. Nach Deutschland geht er nach Kopenhagen. Dort ist er für den König von Dänemark tätig. Zuerst für Frederik III., danach für seinen Nachfolger Christian V. Hier ist er auf der Hochphase seiner Karriere. Viele der Bilder, die für den dänischen Hof entstanden sind, sind heute noch in der Staatsgalerie in Kopenhagen zu sehen. Hier erfindet er auch eigentlich ein neues Metier der Trompe-l'œil-Malerei, die sogenannten Cutouts. Er schneidet Leinwände aus in der Form der Objekte, die er darstellt. Auch hier gibt er wieder Hinweise darauf, wo er sich befindet, indem er auf Briefköpfe seinen Namen, Cornelius Norbertus Reisbrecht, schreibt, sowie Hofmaler des Königs von Dänemark. Bei diesen Angaben schwingt wahrscheinlich sein Künstlerstolz mit. Nach seiner Zeit am Königshof in Kopenhagen geht er Anfang der 70er Jahre nach Stockholm und ab 1675 ist er dann in Polen tätig. Das letzte Bild, was wir von ihm überliefert haben, ist aus dem Jahr 1677 und wird für einen Herzog in Münsterberg, im heutigen Sibice, angefertigt. Danach verliert sich seine Spur. Das Bild hier im Wallraff hat ein sehr kleines Format. Daher geht die Wissenschaft davon aus, dass es eher für private Zwecke angefertigt worden ist oder vielleicht für den freien Handel. Durch das Arrangement mit den Briefen, dem Federmesser und der blauen Papierrolle, die man als Löschpapier deuten könnte, kann man sagen, dass es sich um eine Versinnbildlichung der Schreibkunst handelt. Aber natürlich schwingen, wie so oft im Stillleben, auch hier eine Vanitas-Symbolik mit. Das fragile Papier, die gebrochenen Siegel und die Briefe, die schon gelesen worden sind, ja, deuten auf eine Vergangenheit. Egal, welche inhaltliche Symbolik bei dem Bild mitschwingt, als erstes ging es Cornelius Norbertus Reisbrecht darum, den Betrachter zu täuschen und dann zu enttäuschen und dann, dass der Betrachter ihn als Künstler anerkennt und natürlich auch sein Können. Kommen Sie selber ins Wallraff und schauen Sie sich das Bild an und zollen Sie dem Künstler Tribut, vielleicht schafft er es ja auch, Sie zu täuschen.